Hallo Leute, jetzt wird's wieder yummy, denn wir kochen was zusammen. Ihr habt euch ja gewünscht praktisch, also ich habe ja in meinem letzten Food Haul, falls ihr das nicht gesehen habt, verlinke ich euch in der Infobox. Ich habe jetzt auch ein paar Food Hauls so am Start. Jedenfalls dort habe ich euch ja schon angekündigt, was ich mit meinen mit diesen Nudeln mache, die ich dort gekauft habe. Da mache ich so eine thailändische Nudelsuppe, also so angehaucht. Das ist nicht sehr ganz authentisch, aber so weit wie möglich. Ich habe ein paar Sachen ausgelassen, die mir halt persönlich nicht so schmecken und so weiter und habe halt so meine Sache daraus gemacht. Aber checkt es dann selbst ab. Es geht super einfach, es ist ganz schnell gemacht. Und jetzt kommen eure geilen Gerichte, die ihr mir geschickt habt, per Foto auf Instagram mit Hashtag YummyPilgrim, ne? Oder auch Instagram. Und viel Spaß dann beim Rezept. So, das sind übrigens diese Nudeln, die habe ich euch in meinem Food Haul letztens gezeigt. Ich mag die sehr gerne. Diese sind ohne Weizen und glutenfrei. Ich betone das so, weil es gab einige, die gefragt haben, dass ich mal auch mal so ein Rezept machen kann. Ihr könnt natürlich immer eure Produkte verwenden, wenn ihr irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten habt. Aber wir machen das jetzt auch direkt heute ohne das. So, wir wollen die Freunde hier zusammenführen. Deswegen erstmal alles schälen und dann gehen die ab in den Mixer. Das wird jetzt unsere Currypaste. Man kann natürlich auch alles per Hand fein, sehr fein, fein schneiden. Aber ich mixe das jetzt einfach. Und dann kommt die Paste auch schon rein, anbraten schön. Mit Gemüsebrühe ablöschen. Jetzt aufkochen lassen. Kokosmilch kommt dazu. Jetzt kommen noch junge Erbsen rein in die Suppe. Und dann lassen wir das nochmal schön aufkochen. So, ich habe hier noch Champignons. Die schneide ich einfach ganz dünn in so Scheiben. Und natürlich viel Koriander. Ganz wichtig. Ich schnippel den jetzt erstmal klein. Jetzt brauche ich noch den Saft einer Limette. Und dann rolle ich das erstmal hier so. Ups. Damit das Fruchtfleisch auch schön gequetscht ist und richtig viel Saft rauskommt. Jetzt noch mit Sojasauce würzen. Jetzt kommen noch die schönen Black Tiger Prawns rein. Die lege ich jetzt einfach in die Suppe und dann kann ich den Herd auch schon ausschalten, weil die ziehen dann einfach nur noch gar. Und Limettensaft. Und dann nochmal schön abschmecken mit Salz und Pfeffer, je nachdem. Jetzt die Suppe auch schon fertig, dann kommt noch der frische Koriander dazu und das war's. Jetzt sofort servieren. Jetzt kommen die Nudeln dazu, ich mache so ein Häufchen da rein und dann die Suppe oben drüber. So, auf diesen Moment habe ich schon lange gewartet, weil ich habe Hunger. Ich schnappe mir hier mal ein paar Nudeln. Sorry. Aber super lecker. Super lecker und vor allem passt es auch, weil sie so frisch ist durch die Limetten, durch den Limettensaft, passt auch super gut in den Sommer. Also probiert es mal aus. Ich freue mich total auf eure Fotos, die ihr mir dann vielleicht schickt und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.